Hallo, liebe Hungrige. Kennt ihr das Getränk? Richtig, ein Kiba. Auch wenn aktuell vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, besitzt er auf jeden Fall Kultstatus. Vor allem natürlich wegen der Farbspielerei, aber auch, weil er richtig lecker schmeckt. Und deswegen wollen wir ihn heute mal als Kuchen nachempfinden. Und er ist nicht nur genauso köstlich, sondern ist, wie ihr gleich sehen werdet, auch in der Zubereitung ganz einfach. Und dafür brauchen wir Weizen oder Dinkelmehl oder auch eine Mischung. Wir brauchen Vanillezucker, eine Prise Salz, etwas Milch, Backpulver, Eier, Schokotröpfchen, Zucker und wer Kalorien sparen will, kann auch Birkenzucker zum Beispiel verwenden und wir brauchen Butter. Und natürlich brauchen wir die Hauptakteure, nämlich zwei reife Bananen und ein Glas Sauerkirschen. Und mit dem beginnen wir auch gleich. Wir geben nämlich ein Sieb auf eine Schüssel und da hinein jetzt die Kirschen, damit sie nämlich schon mal abtropfen können. Als nächstes bereiten wir die Mehlmischung zu, geben dafür das Mehl in eine Schüssel, ergänzen nun mit dem Backpulver und vermengen dann beides, also am besten mit dem Schneebesen verrühren. Und schon geht's los mit dem Teig. Dafür geben wir in eine Schüssel zur weichen oder auch flüssigen Butter den Zucker, außerdem den Vanillezucker. Wir geben eine Prise Salz mit dazu und schlagen dann beide Eier mit hinein. Anschließend alles cremig miteinander verrühren. Am besten mit den Schneebesen des Rührgeräts. Sind wir soweit, ergänzen wir nun und dabei weiterrührend schlückchenweise mit der Milch und machen dann erstmal eine kurze Pause und wenden uns den Bananen zu. Diese werden geschält und anschließend fein zerdrückt und diesen Bananenbrei geben wir nun ebenfalls mit in die Schüssel und verrühren dann alles nochmal gründlich miteinander. Ist diese dann eingerührt, geben wir nun auch die bereits vorbereitete Mehlmischung mit in die Schüssel, verteilt auf so 2-3 Portionen, rühren dabei weiter, auch jetzt natürlich am besten mit dem Schneebesen des Rührgeräts. Nun noch die Schokotröpfchen mit dazugeben und diese unterheben, am besten mit dem großen Löffel oder einem Teigschaber. Und damit ist der Teig auch schon fertig vorbereitet und wir brauchen eine eingefettete Springform, optimal mit einem Durchmesser von 24 cm. Und da hinein geben wir nun den vorbereiteten Teig, von Anfang an auf dem Boden schon so ein bisschen gleichmäßig verteilen, die Schüssel natürlich schön auskratzen, also nichts verschwenden, den Teig dann ein bisschen glatt streichen und, um dies zu unterstützen, die Form vielleicht auch einfach noch so ein bisschen hin und her schütteln. Und das ist der Moment, an dem wir die inzwischen abgetropften Kirschen brauchen, denn diese verteilen wir nun einigermaßen gleichmäßig auf der Oberfläche. Und damit es für euch nicht so langweilig wird, mache ich das mal im Eiltempo. Die Kirschen dann auch etwas leicht andrücken. Und nun geht's auch schon ab in den Ofen. Gebacken wird nun für 30 bis 40 Minuten. Bei mir waren es 35. Bei 190 Grad, Umluft 170. Und so in etwa sollte dann unser fertig gebackenes Küchlein aussehen. Wir lassen es erst in der Form ein bisschen abkühlen, befreien den Kuchen dann daraus und geben ihn zum weiteren Abkühlen am besten auf ein Kuchengitter. Wir können den Kuchen so essen oder noch ein bisschen dekorieren, vielleicht mit Puderzucker bestäuben. Ich dekoriere ihn mit ein bisschen heller Kuchenglasur, man kriegt das sicherlich auch schöner hin. Auch ein paar Bananenscheibchen lege ich noch oben drauf. Und dann kann dieser lecker fruchtige Kuchen gegessen werden. Wie ihr sehen konntet, die Zubereitung geht ja wirklich flott von Hand. Und das Ergebnis ist ein fruchtig leckerer Kuchen. Er steht dem Getränk in nichts nach. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Und falls ihr die Bananen lieber backen möchtet oder euch ein Schoko-Apfelkuchen doch lieber isst, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.